Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Live-Let's Play, also der Aufzeichnung davon. Ich dachte mir, ich werde nochmal ein kleines Vorwort an euch richten. Also ihr wisst ja, dass ich auch mitunter jetzt schon auf meinem Twitch-Kanal Live-Let's Plays streame, die auch aufzeichne, damit ich sie im Endeffekt hier noch auf meinem YouTube-Channel hochladen kann. Das habe ich jetzt hiermit getan. Ist zwar schon ein etwas älteres Projekt, aber so ist ja meistens ist ja immer alles erst im Nachhinein. Also ist auch schon alles komplett abgeschlossen und so. Für die, die es eventuell verpasst haben, ist das jetzt eine gute Gelegenheit, das hier immer so nachzuholen, wie es ja auch andere YouTuber und andere Streamer ja schon machen. Und ich wollte nur nochmal ein Vorwort an euch richten, weil, ja, es ist halt mein erstes Live-Let's Play gewesen und wundert euch also bitte nicht, dass es so ein bisschen Guerilla-Style-mäßig hier aufgezeichnet ist und die Kameraqualität nicht so cool ist, ja, weil Livestream ist ja immer mit Facecam, ne, ist ja ganz klar. Ich habe versucht, noch ein bisschen was rauszuholen, also die eigentliche Twitch-Aufnahme noch ein bisschen aufzupolieren, ein bisschen hübscher zu machen. Und ja, ich hoffe, es ist trotzdem ein angenehmes Zuschauererlebnis natürlich. Und die kommenden Live-Let's Plays werden aber besser, auch von der Quali her. Und man lernt ja immer noch dazu. Und also nur lange Rede, kurzer Sinn. Es ist mein erstes Live, nicht mein erster Stream, aber es war halt mein erstes Live-Let's Play. Und ich hoffe, ich habe da noch ein bisschen Welpenschutz. Hoffe ich mal auf jeden Fall. So, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit Castlevania Aria of Sorrow. So, wir legen jetzt mal los. Wir gucken gleich mal, wie lange der Sound hier, ob der Sound gut ist oder nicht. Konami mit ihrem alten Zeichen noch. So. So, ihr müsst mir sagen, ob das jetzt zu laut ist im Vergleich mit meiner Stimme. Lass einfach ein bisschen rumdudeln. Ich mache ein bisschen Testgerede, damit ihr sagen könnt, zu laut, man hört nichts. Genau, Potwood of Ruin habe ich tatsächlich nicht. Castlevania! Area of Sorrow! So, zack! Okay. So, jetzt warte ich nochmal ganz kurz, wegen dem Sound. Okay. Alles klar. Alles klar. So. Okay, wir haben natürlich noch keine Datei, wir können nichts kopieren, wir können nichts löschen, wir müssen einfach das Spiel starten. So, ach man ey. Sobald das Castlevania eher so in die Metroidvania-Szene gegangen ist, ist es ja auch sehr rollenspiellastig geworden mit Aufleveln und sowas alles. Hat die Hardcore-Fans damals nicht so ganz begeistert oder naja, aber mir war es ja egal, ich kenne die Castlevania-Reihe quasi nicht anders und davon daher ist es mir egal, ich finde das so unglaublich cool. So, es geht los, Leute. Wir schreiben das Jahr 2035, Japan. Überall versammeln sich Zuschauergruppen in Erwartung der ersten Sonnenfinsternis des 21. Jahrhunderts. Oh, stimmt das? Kriegen wir noch eine cool. Ich heiße Soma Cruz und lebe zurzeit als Austauschschüler in Japan. Ich wohne in der Nähe des alten Hakua-Schreins, der eng mit der Mythologie Japans verbunden ist. Mina Hakuba, einzige Tochter des Schreinwächters, geht in meine Klasse. Wir sind gute Freunde. Sie hat mich gefriendzoned. Ich war auf dem Weg zum Schrein, um mich mit Mina zusammen die Sonnenfinsternis anzusehen. Aber die Treppe zum Schrein wirkte seltsamerweise länger als sonst. Oh mein Gott, unser Ziel... Oh mein Gott, schließlich schaffte ich es doch, das Tor zum Schrein zu betreten. Nur um mich zu wundern. Die pechschwarzen... Alter, da kann man gar nicht lesen! Die pechschwarze Sonne umfängt das Chaos, Mann. Okay. Verdammt. So, okay. Soll ich mein Mikrofon leiser machen? Oh, stimmt. Ich bin vielleicht etwas... Achso, weniger schreien. Oh. Ja, okay. Ich wusste, weil ich zu nah dran bin. Sorry, Leute. Tut mir leid. So. Okay, dann spreche ich mal. Ich versuche immer nur deutlich und laut zu sprechen. So mal krass. Hey, er scheint zu sich zu kommen. Wo bin ich? Hey, was ist passiert? Oh Mann, ich habe den Mikrofon aber ganz schön lange dran und ich will jetzt nicht die ganze Zeit so leise reden. So, warte, ich muss mal kurz den Chat wieder aufploppen lassen. Den Chat, ich muss doch lesen, was ihr schreibt. Hey, was ist passiert? Vor allem der Stil, ey. Du beehrst uns also doch mit deiner Anwesenheit. Na, ausgeschlafen? Wie cool das aussieht. Wer ist das denn? Schon okay, Soma. Er heißt Genya. Arikado. Warum haben die mal so komische Domino-Namen? Lassen wir das Geplänkel. Ich habe ein paar Fragen und brauche Antworten. Na dann mal los. Wieso seid ihr hier? Wieso? Na, Mina und ich... Moment mal, wo sind wir? In Draculas Schloss. Draculas Schloss? Soll es aber heißen, wir sind in Europa? In Rumänien? Nein, wir sind in der Sonnenfinsternis. In der Sonnenfinsternis?
Du spinnst ja! Hältst du mich für bescheuert? Soma, sei mir nicht so krass. Hör mir doch mal zu, er sagt die Wahrheit. Wovon redest du da überhaupt? Erklär mir das erstmal. Also es ist so. Es ist so. Oh, Angreifer! Voll geil. Verdammt, beschützt das Mädchen. Okay. Ja, schleich dich dahin, wo du hergekommen bist. Okay, was? Das war ja einfach. Aber wie schien es für ihn schmerzvoll. Okay, Flügelskelett, schleudert Speere. Was zur Hölle? Was war das denn? So ist er also erwacht. Was? Wer ist erwacht? Der Geist des Wesens, das du getötet hast, ist in deinen Körper gefahren. Du hast die Macht, die Fähigkeiten getöteter Ungeheuer anzunehmen. Das ist also genau wie im Nachfolger. Wieso sollte ich über so eine Macht verfügen? Du hast sie erworben. Geh jetzt zum Zimmer des Hausherrn. Warum? Möchtest du und deine Freundin denn nicht in eure Welt zurückkehren? Ich find's eigentlich ganz schön hier. Ja, doch, natürlich. Geh zum Zimmer des Hausherrn, dann wirst du alles verstehen. Alles verstehen. Aber ich kann Mina doch nicht hier zurücklassen. Was ist überhaupt mit der? Schläft die? Die wurde ja nicht angegriffen. Mach dir keine Sorgen um sie. Ich errichte eine Schutzbarriere. Doch der Tod findet alle, die sich zu lange hier aufhalten. Dann muss ich... Ja, nur du kannst sie vor einem qualvollen Tod bewahren. Und du, was machst du so lange? Auch ich habe diesen Gemäuern einiges zu erledigen. Geh, mach dich auf den Weg. Euer beider Leben steht auf dem Spiel. Und wir können loslegen. So, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Huh, er sieht schon mal... Ey, für ein Game Boy Advance-Spiel, ey, so wunderschöne Animation, irgendwie, sein Cape so, yeah, wie er rennt, Alter, voll geil. Also, wie gesagt, ich kenne den Nachfolger, wo man denselben Typen spielt, bloß irgendwie der Nachfolger ist ziemlich, mehr Anime-lastig. Weil das hat ja, das ist auch so ganz interessant, muss ich kurz erklären. Die Macher von Castlevania, Konami, super Leute, auch wenn sie gerade ein bisschen Stress machen, die Konami-Leute, ne, mit ihren internen Mitarbeitern, aber, ist ja egal. Die haben ja mit der Serie super Erfolg gehabt, außer irgendwann auf dem Game Boy Advance tatsächlich nicht mehr, weil sie diesen Stil genommen haben und wir wissen ja alle, der Game Boy Advance war eher für Kinder gedacht und deswegen haben sie gesagt, okay, dann passen wir uns ein bisschen an und machen einfach Anime-Charaktere und malen die so ein bisschen Anime-mäßig und dann BOOM, wieder durchschlagender Erfolg. Irgendwie traurig, nicht wahr? Aber okay. So. Schlosskorridor! Ihhh! Von der Zombie! Ah, oh, mein Schwert ist ein bisschen kurz. Ah, hoa! Hoa! So, und die, warte mal, das müsste, glaube ich, genauso sein wie auf dem DS sogar. Ja, wir haben hier eine Seele. Und die ist auch schon ausgerüstet. Okay, schleudert Speere. Ja, genau. Und die muss ich, glaube ich, einsetzen, indem ich, hoch und dann den Angriffsknopf. Alles klar, voll geil. Was? Tschüss, Mann. So eine Seelen... Jedenfalls auf dem DS-Spiel, kommen random, also jeder Gegner hat wirklich eine Seele. Und wenn ich jetzt hier genug von töte, müsste irgendwann hier auch so eine Zombie-Seele eigentlich kommen, die ich dann haben kann, aber ich weiß nicht, wie lange das hier dauern soll. Was? Okay. Ich sehe, den Speer kann man nicht die ganze Zeit einsetzen, da oben haben wir so eine grüne Energieleiste. So, okay, ich glaube, bei Zombies hier leveln ist ein bisschen lame. Ich gehe einfach weiter, oh yeah. Kann ich hier schon hoch? Nö. Warte, Tour für Kind. Oh. Oh. Stoffgewand. Das ziehe ich mir gleich mal an. Genau. Ausrüsten. Ah, ja. Normale, legere Kleidung. Da klingt doch Stoffgewand viel besser. So. Okay. Bam, bam, bam. Oh Gott, ey. Hier kann man gar nicht mal in Ruhe auf den Chat gucken, weil hier immer wieder Action ist. Aua. Was? So, tschüss. Meine, gebt mir halt nicht eure Seele. Ihr scheiß Viecher. Weiß gar nicht, wie hoch die Prozentzahlen dafür sind, aber ich glaube auch nicht, dass ich 100% hier der Seelen sammeln werde. Oh, oh. Hups. Oh, Alter, in den Hinterkopf. So. So. Was schreibt ihr denn da? Genau, wieso hat er beim Date eigentlich ein Schwert mit? Gute Frage, Diaya X. Sorry. Ah, Mann, das tut gut. Schön kalt. So, hier Fledermäuse. Tour für keinen. Oh, ein Kurzschwert. Gleich mal ausrüsten. Hier ist ja alles sehr rollenspielmäßig, wie man hier sieht, ne? Und das war damals halt schon neu. Mit Symphony of the Night damals das erste Mal so getan. Oh, da oben ist ja noch was. Ah, da komme ich nicht hoch. Oh Mann, das gibt's einfach nicht. Oh Gott, was hat denn da? Wassermänner. Ha, juhu. Oh Gott. Boah, voll getroffen. Soll ich hier lang gehen?
Karte habe ich... Okay, die Karte haben wir auf Select. Oh, wir haben schon 1%! 1%! Oh Gott! Okay, was ist das hier? Grabwächter! Zurückspringen, L! Wow! Wow! Ah, ist klar! Okay, jetzt kann ich hier ein bisschen, wow, den Moonwalk machen, warum auch immer. Aua, in die Gegner rein. Sehr cool. So, zack. Ah, ja, okay, und jetzt hier noch eindeutig so ein Punkt, warum das eher ist wie Metroid. Weil es gibt hier nur so eine Safe Zone. So, guck mal hier, die Karte sieht auch alles sehr nach Metroid aus, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Aber passt sehr, sehr gut zu dieser Art von Spiel. Bam, badabam, dum, bam, wow. Oh, fast two of a kind. Ah, hier komme ich zu dem Cape. Ist es jetzt hier oder? Ah, nee, okay, so. Alle Slots ausgerüstet. Oh, ich fühle mich schon so stark. Bam, bam. Irgendwas übersehen? Nee, doch, warte mal, nach links. Muss ich nach links vielleicht? Man wird früher oder später eh aufgehalten, wenn man nicht dahin soll, wo man nicht hin muss. Wird man eh aufgehalten. Und so eine Türen, genau wie auf dem DS. So eine Türen mit so einer Gänge bringen eine ganz andere Abschnitte. Unterirdisches Becken. Oh oh. Windsteufel. Oh, Mist, ich dachte Three of a Kind. Mann, du altes Skelett. Oh Gott, hey, das ist ein Amulett. Ah! Boah, ich bin ja wieder der Beste, Alter. Ich bin einfach der Beste. So, stirb. Anhänger ist ja besser als mein Cape. Der Teufel macht Glück höher. Ich weiß gar nicht, was macht ein Glück nochmal in dem Spiel? Das Glücksspiel, ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall nicht ausrüsten. Mir ist erstmal Verteidigung wichtiger. Und... okay. Cool, ein Boot. Ah! Oh Gott, wer bist du denn? Oh Gott, ich kann mich nicht wirklich im Wasser bewegen. Ich glaube, hier muss ich noch nicht hin, weil das war auch früher so. Ich kann nur hier so schwimmen. Hallo. So, wow. Oh. Voll runter. Die euren Fische. Warum sind hier so viele Boote? Was ist das für ein langer Gang? Also ich kann zwar angreifen, aber halt nicht da, wo das Vieh ist. Ja, wo bin ich denn hier? Warte mal, soll ich jetzt hier warten, dass ich da hinkomme? Ah ne, die Schiffe fahren nur hin und her. Ganz leicht. Was ist denn das? Gutes Fleisch. Gutes Fleisch. Und sonst ist hier... leider nichts. Ja, und da ich halt, wie gesagt, noch nicht wirklich tauchen kann, komme ich hier nicht weiter. Verdammt. Was ist denn gutes Fleisch? Ist das ein gutes Fleisch? Oh, 290 KP steht das wieder her. Aufheben. Was? Oh. Bam, bam, bam. Oh, oder Fisch. Wenn ihr wissen wollt, also ich finde, also mit beste Castlevania-Spiel, was ich gespielt habe, in dieser Art und Weise ist Order of Ecclesia. Das ist so ein wunderschönes Spiel. Vor allem ist es mal wieder ein Castlevania, was nicht die ganze Zeit im Schloss spielt. Da bist du auch mal auf dem Friedhof und in einem Wald und an einem Pier und so was alles. Das ist ein richtig cooles Spiel. Total atmosphärisch, total gruselig immer. Voll geil. So, unsere grüne Leiste lädt sich mit der Zeit wieder automatisch auf. Das ist natürlich schön. Three of a kind. Oh Gott, Windsteufel. Tschüss. Warte mal, wie lange brauche ich eigentlich noch für ein Level-Up? Wo steht das hier irgendwo? Doch, da. Noch 12 Erfahrungspunkte, dann habe ich ein Level-Up. Dann bin ich Level 2. So, also muss ich doch tatsächlich irgendwie weiter nach rechts. Boah, voll abgeschnetzelt, den ollen Arsch. Bams! Oh, Wassergeist! Feuer mit einer Wasserpistole. Was zur Hölle? Warte, will ich mal ausprobieren. Okay, also entweder oder geht nur. So, wie sieht das denn jetzt aus? Boah, ist ja geil. Wow, so ein langer Strahl. Aber tötet ihr doch Gegner oder macht ihr die bloß nass? Ich glaube, der Speer ist besser. Jetzt habe ich auch schon fast einen verbraucht. Ha! So, okay, was ist hier los? Boah, voll mit dem Wasserstrahl. Okay, kann man doch Leute töten, sehr gut. Jetzt bin ich natürlich gerade ein bisschen am Schwächeln. Und die Herzen müssten, glaube ich, wieder die grüne Leiste auffüllen. Alter, das ist geil. Wasserstrahl. Okay, Knochenwerfer hier. Zack.
Liegt ein Hund oder was? So, ach du Scheiße. Was bist du für ein Dicker hier? Was? Was? Aua! Voll auf mich draufgetreten. Oh Gott! Autsch! Oh Gott, okay. Gut, aber er braucht nicht sonderlich lange, um besiegt zu werden. Bloß er ist stark. Oh Gott. Die Türen kenne ich auch noch. Die Türen sind ein bisschen besonders. Gehe ich erstmal noch nicht da lang. Wow! Ha! Aua! Oh, so früh! Hatz! Hatz! Geht er down, da geht er einfach. Wow! Fall im Bogen, Skelett! Sag einfach tschüss, Mann, yeah. Aber hier komme ich noch nicht hoch. Leider nicht. Na gut. Ah, ich fühle mich so schwach, ey. Aber das heißt doch, die Türen sind immer nicht. Ich hab's gewusst. Ach du Scheiße. Alter, was ist das denn? Man hat ihm die Beine geklaut. Okay, okay, was. Hier, yeah, Wasser spritzen. Wow! Okay, okay. Ah! Warte mal, ich probier mal, ob nicht das. Ob nicht irgendwie der Speer besser ist. Vielleicht. Oh, ja, der ist viel besser. Der trifft zweimal. Obwohl, nee, dann ist der Schaden fast gleich. Warts, warts, warts. Oh Gott. Kauz, dicke Keule hier. Warts, warts. Ah. Oh Gott. Boom. Komm her. Zack. Okay, das war leicht. So. Und das füllt mich wieder auf. Oh ja, schön komplett. Leute, das war ein erster Zwischenboss. Irgendwie ist das ein bisschen crazy, oder? Bisschen crazy? Bisschen crazy. So, mal kurz gucken, was hier so im Chat abgeht. Oh, Mensch. Ja, irgendjemand hat die Beine geklaut. Vielleicht müssen wir noch gegen die Beine später kämpfen. Kann ja alles sein. Man weiß es nicht. Nein, noch nicht Zeit für eine Pause. Noch nicht. Okay. Danke, Leute. Das war doch ein Klacks, war das doch. Okay, ah, die Karte vom Schloss, glaube ich. Guck mal her. Schlosskarte 1. Gut, guck mal. Ach du meine Güte. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, wo es hier überall lang geht. Hier ist nochmal eine Speicherstelle. Das ist doch schön. So, übrigens, ich habe halt vor, richtig lange zu streamen, nicht wahr? Mal gucken, wie lange. Auf jeden Fall, ja, mindestens 4 Stunden. 0 Uhr, 1 Uhr, das auf jeden Fall. Ich frage mich, wie viel man von so einem alten Spiel dann schaffen kann. Okay, wir haben schon 4,3%, kriegen wir hin. Kann man doch jetzt schon Durchschnittswerte errechnen. Soll ich erst nach unten gehen oder nach oben? Ich gehe erstmal nach unten. Und Speer. Ich glaube, der Speer ist cooler. Ihh! Was willst du? Oh, voll ins Auge. Und ins Auge. So. Zack. Zack. Okay, ist wieder Wasser. Heißt das, hier muss ich auch noch nicht lang? Sieht alles sehr merkwürdig aus. So, okay. Oh, nein! Oh Gott! Voller Fisch. Oh, Mist. Oh, da ist auch noch ein kleinerer Fisch. Ist ja da auch noch. Ha! So, und alles klar. Oh doch. Noch ist noch nichts vorbei. Aha! Flugrüstung. Verringert die Fallgeschwindigkeit und verbessert die Sprungweite. Oh! Warte mal. Muss ich das ausrüsten? Doch hier. Als das hier. Okay, alles klar. Zack. Geil. Müsste jetzt automatisch wirken. Wow. Oder? Oh. Ah! Oder Fisch. Ich habe Angst. So, darunter komme ich noch nicht, weil ich sagte, ich kann nicht so tief tauchen. Ich kann nämlich noch gar nichts machen. Dam, bam, bam, bam. Oh Gott. Na toll. Und schnell. Raus. Raus. Oh Gott. Er kann ihn voll dancen, Alter. Hua! Hua, yeah, yes, yes! Hua! Hua! Da hatten wir schon eine kleine, schöne Tanzanimation eingebaut. Ist doch auch schön. So. Was willst du? Was willst du? Hau ab! Komischer Eyeball. So, unten war wieder mal ein Fail. Ich muss also nach oben. Bam. Ups. So. So, ich weiß, dass in Order of Ecclesia zum Beispiel könnte man Mauern kaputt machen, die nicht danach aussahen. Und deswegen. Ha! Und deswegen gucke ich einfach mal. So, so, zack. Da-dum-ba-dum. Ho, ho. Und da geht er down. So, wir müssen auf jeden Fall uns viel merken. Bisher kommen wir zwei Wege noch nicht lang, weil wir nicht ins Wasser können. Wie das hier aber auch aussieht, ey. So richtig cool, der im Hintergrund fliegen Fledermäuse rum. Und Dracula. Oh Gott!
Oh Gott, oh Gott. Ist er tot? Er ist tot. Jeder Gegner hat hier seine eigene Sterbeanimation. Auch richtig cool. Richtig nett gemacht. So, dum, dum, bum, bum, badabum. Alter, wie das hier aussieht, ey. Hua! Oh, doing! Alter, voll getroffen. Okay, das kommt mit ins Gesicht der Statue. Okay, den Hals. Ah, ich brauchte also doch tatsächlich diese Fähigkeit. Wie setze ich die denn jetzt ein? Warte mal, ich muss noch mal kurz gucken. Hier irgendwo muss da. Ne, wo war das jetzt? Hier muss ich dafür was drücken, verringert die Fallgeschwindigkeit. Ich musste auch für. Achso, doch, ich glaube, das hier ist eine R-Fähigkeit. Ich muss die auf der R-Taste muss ich die einsetzen. Und die gelbe, die war, dass das automatisch wirkt. Das ist immer ein Angriff. Das ist eine Angriffsseele. Das ist irgendwie was Sekundäres. Das ist so was Dauerhaftes. Mal kurz gucken. Ja, alles klar. Wow. Okay, ich muss den R-Knopf gedrückt halten. Na, seht ihr. Hier kommt alles zurück. Da, 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 da